Ja, liebe Weinheimerinnen und Weinheimer, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch heute möchte ich mich wieder mit einer Videobotschaft an Sie wenden. Hinter uns liegen in der Tat ereignisreiche Wochen und ich möchte die Gunst der Stunde nutzen und mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie in diesen wirklich schwierigen Wochen sehr verantwortungsbewusst mit den Ihnen auferlegten Regeln umgegangen sind. Sie haben einen wertvollen Beitrag geleistet, um viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Nunmehr treten erste Lockerungen ein, über die wir uns alle freuen. Diese sind aber natürlich nur deshalb möglich, weil wir, ja man kann sagen, die Verantwortung ein Stück weit verschieben. Nicht zuletzt mit Hilfe dieser Masken sind wir in der Lage, auch einen Teil der Normalität wieder zurückzugewinnen. Ich darf Sie daher an dieser Stelle ermutigen, die getroffenen Entscheidungen der Bundes- und der Landesregierung nicht zu konterkarieren, sondern genau diese Masken auch von nun an sehr verantwortungsbewusst zu tragen. Man könnte auch sagen, die Verantwortung verschiebt sich wieder mehr in Richtung eines jeden Einzelnen. Schweren Herzens, und das ist die zweite Passage, die ich heute nicht versäumen möchte, schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, eine Vielzahl von Großveranstaltungen bis zum 31. August abzusagen. Dazu gehört natürlich auch die traditionelle Kerwe, die im August stattgefunden hätte. Wir wissen, dass dies sehr weitreichende und schwierige Entscheidungen waren, bitten aber an dieser Stelle dennoch um Verständnis. Was durchaus hingegen Corona-konform ist, ist weiterhin uns in unserer wunderbaren Stadt zu besuchen. Deswegen nutzen Sie bitte die Möglichkeiten, die sich vielleicht gerade auch jetzt am Wochenende wieder öffnen. Wandern Sie durch unser Vorgebirge oder gehen Sie auch joggen bei uns in der Stadt. Nutzen Sie all diese Möglichkeiten, die Ihnen Gott sei Dank auch weiterhin noch offen stehen. Abschließend bleibt mir nur noch eines. Bleiben Sie auch weiterhin gesund.